Und damit herzlich willkommen zurück in meinem X4-Universum. Ich habe mir gerade noch mal Gedanken gemacht. Zielsuchende Raketen machen ja eigentlich auch nur Sinn, weil die in der Regel auf irgendwelche Signalquellen achten, wie zum Beispiel Wärme oder sowas. Aber das strahlt ja hier alles nichts aus. Von daher ist das eigentlich eine ganz dumme Idee gewesen, was ich jetzt hier gemacht habe. Okay, ich mache jetzt Folgendes. Ich teleportiere mich jetzt hier wieder hin zurück, sodass ich jetzt der Minotaurus jetzt eigentlich mal hier nützlich machen kann und das auch mit seinen Raketen. Ja, du kannst eigentlich deine Befehle weiter ausführen. Oh, jetzt habe ich wieder diesen Grafikbug. Drache, Wunderer. Hallo. So, weil da muss ich nämlich was umbauen. Also, Fakt ist, das hat mal gar nicht so funktioniert. Obwohl, wehrt sich eigentlich ganz gut, aber... Erwarte Befehle. Du sollst angreifen oder hat er jetzt... Naja gut, jetzt kommt er eh alleine zurecht. Also, dann wirst du jetzt erstmal wieder umgerüstet. Beziehungsweise, nee, flieg erstmal nur dahin. So, und ich werde jetzt mit meinem Torpedo... Bomber, ja... Einfach mal eine Station rauspicken. Nehmen wir mal diese Verteidigungsstation. Autopilot. Und werde da jetzt mal alles drauf feuern, was ich habe. An Torpedos. Sind ja nur noch 13. Ich habe natürlich auch eine gewisse Nachladezeit. Aber die Mission werde ich jetzt so erstmal nicht weitermachen können. Ich versuche das jetzt mal mit einer anderen Raketenkonfiguration einfach. Ansonsten habe ich mir natürlich schon zum Ziel gesetzt, diese Mission auch, oder diese Missionskette auch wirklich abzuschließen. Deswegen probiere ich das jetzt einfach mal aus. Und wenn es gar nicht anders geht, muss ich halt mit der Gambit, mit Grips halt sozusagen in den Nahkampf. Wie gesagt, diesen Metal Bomber will ich jetzt auf jeden Fall einfach mal austesten, ob das jetzt, wie sich das auswirkt. Das Problem wird wahrscheinlich sein, dass der alles auf ein Modul eventuell gefeuert wird. Das heißt, ich muss die einzelnen Module versuchen zu treffen. Das wird natürlich auch nicht so einfach. Naja, schauen wir einfach mal. Muss natürlich auch massiv aufpassen. Ja. Dass ich natürlich keine Xenon am Hintern habe, weil da kann ich mich nicht so direkt wehren. Erreiche System, Firmenbelange. Also, da wird auch schon gefeuert. Aber ich habe hier Abwehrgeschütze. So ist es ja auch nicht. 4 Stück sogar, wenn ich recht entsinne. Müsste die Station schon sein da oben. Autopilot ausgeschaltet. So ist es. Xenon Verteidigungsstation. So, probieren wir es einfach mal. Ja, ja. Gut, solange es nur ein P ist, glaube ich, komme ich damit zurecht. Xenon Verteidigungsstation. So. 12 Kilometer hatten wir gesagt. Und das meine ich halt. Also das Zentrum ist halt
Also da werde ich wahrscheinlich ein bisschen näher dran sein. Ja, da sind die ganzen anderen Geschütze. Ja, da geht's schon los. Oh, da geht's richtig los. So, 12 und go. Und weg hier. Ich glaube, das bringt nichts. So, 2 Torpedos habe ich losgeschossen. Und ich glaube, ich muss die auch wirklich im Ziel halten, damit die dann auch... Ich glaube, ich kann sein, dass die Torpedos einfach nicht getroffen haben, weil das Ziel so klein ist. Oh. Da hat es auf jeden Fall gerappelt. So. 4 Torpedos unterwegs und wir machen mal wieder einen Abflug. So. Gucken, ob man was sieht. Oder ob die abgefangen werden. Ich weiß jetzt nicht, welches von den Modulen ich da jetzt im Ziel hatte. Jetzt sind auf jeden Fall schon Reparaturdrohnen draußen. Entweder sind die anderen einfach schneller zerstört worden. Auf der anderen Seite bei, was waren es, 87 Meter pro Sekunde und bei 12 Kilometern. Ja, also die sind einfach so abgeschossen worden oder so. Ich habe keine Ahnung, weil hier ist nichts passiert. Gut, 99% Hülle, aber das wäre ja wirklich ein Witz eigentlich. Ja, keine Ahnung, also weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Vielleicht out of combat, ich weiß es nicht. Eingeschaltet. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ist ja ein Versuch einfach nur. Also ich kann da ja nichts anderes machen. Vielleicht ist es gegen Schiffe effektiver, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die sind ja auch ungelenkt. Das heißt, man muss schon wirklich genau draufhalten. Das war wahrscheinlich eben so ein bisschen auch das Problem. Was war das jetzt? Ja, einfach mal mit dem P zusammengestoßen, warum auch nicht. Autopilot ausgeschaltet. So, letzten Schildrest geben, dass ich hier durchkomme. Boah, hier wimmelt's ja von Xenon, ey. So, einfach mit Reiseantrieb hier durch, nur hier weg. Ja, also hier merkt man, dass die Xenon wieder... System, Evas Zwilling. So. Dass die Xenon hier doch durchaus wieder ja, unterwegs sind, will ich es mal vorsichtig ausdrücken. Und hier die nächste Verteidigungsstation gebaut wird. Eieiei, die sind ja fix. Im Endeffekt kannst du fast schon hier wirklich ein Bollwerk hinstellen, dass alles, was hier versucht rauszukommen, regelmäßig abgeballert wird. Frage ist halt nur, ob man das dann schafft, dann durchzuhalten bis dahin. Bis das Ding einsatzbereit ist. Tja, was soll ich sagen, ne? Ist halt... Okay.
scheinbar nichts Brauchbares in den Dingern gefunden, in den Sicherheitscontainern. Dann halt jetzt nochmal. Ich habe das Gefühl, dass ich auf Dauer meine... Wahrscheinlich habe ich sogar schon verloren. Ich muss den Sektor sperren. Das nutzt alles nichts. So, Gasabbaustation. Ja, da ist überhaupt schon nichts mehr zu sehen von... Okay, gut, dann müssen wir das machen. Das ist zu heiß hier. Eva's Zwilling 2. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo das nochmal ging. Globale Befehle. Sperrliste zivil. Sektor hinzufügen. Eva's Zwilling 2. So, Änderung übernehmen. Das geht leider nicht anders. So, das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder zwei Gasschürfer bauen. Ne, einer ist noch... Moment. Erreiche Eva's Zwilling 1. Ne, das ist der Transport, genau. Also die beiden Schiffe müssten zerstört sein. Schauen wir nochmal, ob wir das hier irgendwo nachvollziehen können. Ja, das war der Schürfer 2 und hier weiter unten müsste irgendwann der 1er kommen. Ja. Sind also beide zerstört, damit hatte ich aber gerechnet, wie gesagt. Das war ja ärgerlich. So, wir rüsten jetzt nochmal die Minotaurus um. Ich will das einfach ausprobieren. Das ist ja alles nichts. Warum bist du jetzt da? Du solltest eigentlich hier hin. Na, ist egal. So. Also Waffensysteme. Da hatten wir jetzt hier Zielsuchende, Torpedowerfer. Ja, aber haben wir ja. So, Dampffeuerrakete. Das wäre jetzt das Einzige. Was hast du für eine Reichweite? Obwohl, Raketentürme gibt es halt auch, aber Raketen, so, Dampffeuerrakete. 11 Kilometer. Detonationsleistung. 1200 Megajoule. Effektive Reichweite 11 Kilometer, maximale Geschwindigkeit. Ja, das ist natürlich, aber an der Geschwindigkeit lag es ja eben nicht. Das heißt, wir müssten dann so genau zielen, aber gut, ausprobieren. Ne, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. So, also Dampffeuer, Dampffeuer. Gut, dann haben wir Verbrauchsgüter, die nehmen wir wieder weg. Und nehmen die dann dazu. Einkaufsliste hinzufügen. System, Dreieinigkeit. Müsste denn die Flotte eigentlich wieder... Jawohl, alles klar, ist wieder da. Stoßen aber auch dauernd mit irgendwem zusammen hier. Angreifer.
Autopilot ausgeschaltet. Paranid Raumpier. Ach, hier hätte ich ja, glaube ich, nur einen normalen, Landecomputer, also nur einen 1er gekauft. Da wird es dann wieder ein bisschen filigraner. So, dann kaufen wir mal die Torpedos nach. Angedockt. Irgendwo will ich nochmal so ein Testobjekt haben, mit denen, wo ich Torpedos draufjagen kann. Notfalls auch ein K zum Beispiel, ne? Wobei, ja gut, das ist ein bewegliches Ziel. So, wie sieht's aus hier? Bist du fertig? Du scheinst anders ausgerüstet zu sein. Gut, dann geben wir dir jetzt nochmal eine Chance. Flieg mal dahin. So, ich gehe mal auf. Erreiche System Argon Prime. Naja, komme ich ja gerade wieder rechtzeitig hier. Minotaurus, Angreifer. Im Durchglitschen. So. Gut, den Drachen würde ich nämlich dann tatsächlich auch dem Trägerschiff zuweisen. Haben wir das eine Schiff schon verloren? Den anderen Minotaurus? Oder warum wird der hier nicht mehr angezeigt? Den hatte ich doch als Kappa. Erreiche System. Adäquats Entscheidung. Oder? Muss ich gleich mal gucken. So. Also das ist Kappa. Und davon sollen halt noch 9 Stück dann gebaut werden. Ah, Gamma war der Minotaurus-Plünderer. Okay, gut. Genau, da sollen dann noch 9 weitere dann da hinterlegt werden als Korvetten, als Torpedobomber, sage ich jetzt mal. Und ich hätte ja gesagt, dass ich mir eine Station raussuche. Stiller Zeuge. Um das auszutesten. So, nichtsdestotrotz müssen wir jetzt mal hier leider nochmal 2 Gasschürfer nachbauen. Wir nehmen jetzt mal hier 2 Honigfresser. Erreiche System. Profit Center Alpha. Mittlere. Ja, die werden auch direkt gebaut. Mittlere Ausrüstungsstufe, fertig ist der Lack. Erreiche System, leuchtendes Versprechen. Wie gesagt, ich probiere das jetzt nochmal mit der Rakete. Ansonsten muss ich tatsächlich da in den Nahkampf gehen. Oder erreiche ich mache halt irgendwas. System, Einigkeit. Oder dass ich auch eben die Raketen nicht abfeuern konnte. Das macht mich ein bisschen stutzig. Aber ja, Ziel suchen, ne? Wenn da kein richtiger Gegner ist, der eine gewisse Wärmequelle oder irgendwas, wo die Rakete sich selber aufschalten kann, dann wird das natürlich nichts.
So, wie sieht's hier aus? Ja, das sieht doch gut aus. Hier wird auch fleißig verkauft. Wie sieht's mit dem Bau aus? Hier ist auch alles abgeschlossen. Jawohl. Also, Paraniden sind jetzt auch eigentlich auf einer Station zu sehen. Und wir haben auch, sehen hier auch Sojagrütze. Genau. Das heißt, wir haben jetzt noch nicht ganz, aber bald, so soll sich das hier entwickeln, haben wir hier etwas, ja, noch nicht ganz die Hälfte an Arbeitern, die wir hier eigentlich haben könnten. Aber wie gesagt, da kommen ja auf jeden Fall noch die Splits dazu. Und eigentlich sollte die Vollversorgungsfabrik damit komplett klarkommen mit der Versorgung. Okay, Eis scheint es ein bisschen zu mangeln. Da muss ich gleich mal gucken, warum. Wenn man, ob da überhaupt noch Eis abgebaut wird. Sonst muss ich auch noch mal einen zweiten Eisschürfer. Jo, das passt. Schauen wir mal. Nö, der ist aber noch da, also das sollte sich eigentlich ausgehen, zumal ja auch viele Sachen gar nicht nachproduziert werden können. Und das heißt, da hat jetzt auch der Eisschürfer. Erreiche System, Evas Zwilling. Ausreichend Zeit, das jetzt nachzubasteln, nachzuschürfen. Ja, und wie gesagt, wenn ich diese Stationen dann doch Stationsgeschütze händisch quasi mit meinem Schiff zerstören muss, dann muss ich halt wirklich gucken, welche ich angehen kann, ohne dass ich von den anderen beschossen werde. Also bei den Positronengeschützen macht es auf jeden Fall gar keinen Sinn, vor denen zu stehen. Weil ich glaube, sogar mit einem Schuss rotzen die einen weg. Ich glaube, mit den Dampffeuerraketen müssen wir ganz genau zielen. Ich glaube, das war auch so ein bisschen das Torpedo-Problem eben, dass man dann wirklich genau auf das Geschütz zielen muss. Wobei man ja eigentlich davon ausgehen würde, dass bei der Zielanzeige das genau in der Mitte dann auch da ist, wo das Zentrum von dem Geschütz ist. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. Weil natürlich die Torpedozerstörungsleistung welten besser gewesen wäre als das, was wir jetzt. Erreiche Evas Zwilling 2. Guten Tag. Oh. Okay. So wollte ich das jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich was ganz anderes. Aber sei es drum. So, Zeitfenster schaffen. Ah, so geht es natürlich auch. Mit L als Sekundärwaffe abschießen. Ich möchte das allerdings dann doch gerne primär machen. So. Dann nehme ich die jetzt da raus. Genau. Ja, okay. Gut, dann probieren wir es jetzt nochmal. Honigfresser 1 und 2 und die kommen jetzt. Wo haben wir denn? Gasversorgungsstation, Kommandanten Schürfen, Alpha. So, damit ich das nicht vergesse. Und ich mich dann irgendwann wundere, warum das Gas dann
bei der Schildkomponentenfabrik ausgegangen ist. Ja, hat mich jetzt ein bisschen Geld gekostet eigentlich, wobei, ja, ich habe ja auch ein bisschen was durch die Missionen eingenommen, aber... Aber dass auch die Torpedos bei der Verteidigungsstation nicht so richtig, ja, was bewirkt haben, das wundert mich schon. Ich muss gleich mal gucken, was denn die großen L-Plasma-Geschütze bei den Split, was die so für Schaden machen, um da einen Vergleichswert zu haben, weil, ja, stand 99% halt, ne, bei dem Xenon-Ding, aber, ja. Das erreicht man ja eigentlich auch schon mit ein paar sonstigen Salven, wenn er da halt abrundet, sag ich mal, wenn er da nur einen Schaden kriegt, dann geht er von 100% halt schon auf 99% eigentlich. Aber gut, vielleicht ist es ja jetzt, wenn die KI das abfeuert oder wenn es dann mal, ich sehe es ja dann, ich habe ja meine Teststation dann, wo ich das dann austesten will, sobald ich die 10 zusammen habe und die dann halt alle mal dann darauf losschicke. So, ich komme auch diesmal, wieder gesagt, ein bisschen von unten, damit der Winkel nicht zu flach wird. Für die Raketen. So, 11 Kilometer hatten wir gesagt. 1200, glaube ich, war es, die Maximalgeschwindigkeit. Da ist natürlich nicht so viel Schaden. Da müssen wir halt mal gucken, wie viel wir eventuell für ein Geschütz brauchen. Kommen sie doch alle in Reichweite. Dann halten wir doch mal an. Wir haben jetzt hier zum Beispiel schon mal ein 11,4 Kilometer. Dann fliegen wir natürlich noch ein bisschen ran. So, um sich hier zu gehen. So. Das heißt, ich würde jetzt denken, ich müsste jetzt den Punkt genau hier in die Mitte packen. Das habe ich bei den Torpedos, glaube ich, nicht gemacht, sofern es da einen Punkt gab. Das ist ein bisschen knifflig. So, ich würde mal sagen, ich schieße einfach mal zwei ab. Gravitonengeschütz, mal gucken, was passiert. Müssten ja relativ schnell da sein. Ja. Vielleicht hätte ich das mit den Torpedos auch so machen müssen. Besser zielen. Ich weiß noch nicht, ob da ein Punkt drin war. Aber die machen nicht so viel Schaden, wie man sieht. Also das, da müsste ich mit den Torpedos, das Schild regeneriert auch relativ schnell. Ich sag mal so, wenn ich mit den Raketen Sonnenkraftwerk. Wenn ich mit den Raketen schon mal die die Gravitonengeschütze ausschalten könnte, dann wäre das ja schon mal was. Ja, hier sieht man irgendwie nichts, aber ich feuer einfach mal drauf. Schauen wir mal. Aber das wäre so der Weg, ja. Und weg ist er. Also, wir brauchen zwei für das Schild, einen für den Rest. So. Da haben wir ein Impulsgeschütz.
scheinen auch keine Verteidigungsdrohnen. Und eine hinterher für das Ding selbst. Schauen wir mal. Aber ja, so wird es funktionieren. Ja. Aber trotzdem gibt mir vorher die Munition aus. Aber die werden wahrscheinlich auch nachgebaut, schätze ich mal. Ja, also 3 Raketen pro Geschütz, das kann man sich gut merken. Ich würde es dann tatsächlich aber auch in der nächsten Episode, das wäre dann allerdings tatsächlich die nächste Aufnahmesession. Bin mir nicht sicher, ob ich vor dem Release des Addons doch nochmal was mache, aber wahrscheinlich schon, weil das ist so eine Sache hier. Ist so auf jeden Fall machbar, gefahrlos, weil wie gesagt, es werden auch keine, gut, die Raketen kosten was, ne? Das heißt, also eigentlich müsste ich sogar schon, um für zukünftige Dinge gewappnet zu sein, müsste ich sogar eine Raketenbauteilefabrik eigentlich schon, aber ja, schauen wir mal, so. Vielleicht war ich mit den Torpedos einfach zu ungenau. Weil ich glaube, ein Torpedo reicht locker für das komplette Ding weg. Also wir haben hier 3 mal 1200 war es, glaube ich. Und 17.000 macht ja ein... okay, Gravitonengeschütze brauchen scheinbar mehr. Würde ich sagen. Macht es nicht unbedingt einfacher. Aber wenn die Gravitonengeschütze erstmal weg sind, hat man es ja auch einfacher. Okay. Ich brauche noch einiges mehr. Die haben richtig viel Schild. Ja, die eine Rakete kostete, glaube ich, 2000. Ja, ja gut, aber wir kriegen noch 1,3 Millionen, wenn wir das erledigt haben. Also die L-Gravitonengeschütze sind um Welten besser geschützt, ja. Da müssen wir einiges mehr hinterherjagen, bevor die Schilde regeneriert sind. Ja, also die Schilde brauchen ein bisschen mehr. Aber so geht's auf jeden Fall. Das ist wieder ein L-Gravitonengeschütz. Das wird auch wieder mehr. Aber auch, oh nee, das ging jetzt schneller weg. So, die anderen sind nicht sichtbar. Das heißt, sie sind dahinter irgendwo. Aber gut, grundsätzlich weiß ich, dass es funktioniert. Ich vermute nur, dass die Dinger natürlich wieder nachgebaut werden, die Geschütze. Das heißt, so viel Zeit lassen kann, darf ich mir eigentlich nicht mit der Zerstörung. Oh, nein, bloß nicht boosten. Das war jetzt Fehler. So, die müssten... Oh, hab ich schon eigentlich... Positronengeschütze, ja, da brauchte ich gar nicht so viel. Aber ja, die erwische ich jetzt auch gar nicht, sondern erwische ich jetzt die Station. Ja, 99%. Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht,
Naja, wurscht. Ich beende jetzt das an der Stelle. Ich mache in der nächsten Folge weiter. Mal gucken, ich habe eh nur noch zwei Raketen. Ob ich den Metal Bomber nochmal hierher hole und das nochmal mit den Torpedos probiere, weil ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, ob ich jetzt da auch so eine Zielanzeige hatte. So einen Punkt, wo ich dann weiß, okay, da schlägt es dann genau ein. Weil ich glaube, die Torpedos haben halt einfach ihr Ziel noch nicht getroffen. Und ja, weil ich einfach gedacht habe, so fire and forget. Aber so ist es ja nicht, nur weil ich halt das Geschütz im Ziel hatte. Also, seid gespannt, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Habt noch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.